Mann, haben die einen an der Waffe. Das Ding wieder zum Laufen. Danke, dass ihr Colonel Harrett getötet habt. Ihr Tod durch eure Hand hat sie mit Sicherheit als eine der Auserwählten gezeichnet. Sie wird einen Ehrenplatz erhalten, wenn uns der Imperator ewiges Leben gewährt. Man hat euch einer Gehirnwäsche unterzogen. Der Imperator hat euren Kopf mit falschen Versprechungen gefüllt, damit ihr euer Leben für ihn wegwerft. Ich spüre die Macht zwar nicht so, wie ihr es tut, Jedi, aber ich weiß, dass sie über den Tod hinausgeht. Die Geister uralter Sith verweilen noch immer in ihren Gräbern. Tote Jedi-Meister leiten ihre ehemaligen Padawane. Ich kenne die Geschichten. Ich kenne die Wahrheit. Diese Verzögerung könnt ihr nicht kompensieren. Ihr könnt das Bevorstehende nicht mehr verhindern. Der Wille des Imperators ist unumgänglich. Pack, bitte kommen. Vollstrecker Kranus ist nicht hier. Er ist schon weiter ins Gefängnis vorgedrungen. Vielleicht können wir ihn mit Hilfe des Überwachungssystems orten. Ich werde mal sehen, was ich machen kann. Es kommt endlich Verstärkung von der Republik, um den Generator zu sichern. Kehrt zu meiner Position zurück. Ich fange schon mal an, Kranus zu suchen. Okay, gut. Kehren wir zu Pack zurück. Gut, dann wollen wir mal. Und danach müssen wir auch noch wieder zu dem Wächterkreuz. Aufseher da. Zu den Aufseher zurück. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Es herrscht rege Aktivität im Com-Netzwerk. Hört euch das mal an. Achtung, Achtung! Hier spricht Dr. Gantrell. Unser Sektor wird überrannt. Wir haben in einer leeren Gefängniskammer Schutz gesucht. Dies ist der einzige Notruf, den wir senden können. Wir können nicht riskieren, dass diese blutgefärbten Ungeheuer das Signal verfolgen. Dr. Gantrell, Ende. Was macht Dr. Gantrell im Gefängnis? Ist er Sanitäter? Nein, Wissenschaftler. Dr. Gantrell und sein Team haben im Sicherheitstrakt gearbeitet, weit über meiner Sicherheitsstufe. Sie tragen alle Kontrollchips unter der Haut, damit die Republik sie im Notfall orten kann. Dr. Gantrell muss gedacht haben, dass wir die Chips benutzen würden, um rauszufinden, in welcher Kammer sie sich verstecken. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Was, wenn Kranus das so geplant hat? Entweder gehen wir der Sache auf den Grund oder wir bleiben hier und warten darauf, dass Kranus den Planeten explodieren lässt. Das Imperium hat alle Überwachungsstationen ausgeschaltet. Aber wenn ihr sie repariert, kann ich Dr. Gantrell orten.
Wir können unsere Zeit nicht damit vergeuden, im Kreis rumzurennen. Wir wissen immer noch nicht, wie das Imperium Belsavis zerstören will. Aber es muss einen Grund geben, weshalb sie hinter Dr. Gantrell her sind. Kontaktiert mich, wenn ihr die Überwachungsstationen zum Laufen gebracht habt. Damit kann ich dann den Doktor orten. Lasst eure Stärke wachsen. Gut, dann kennen wir jetzt... Warte mal, wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Okay. Was ist das hier? Okay, die drei. Aber jetzt kehren wir erstmal zum Aufseher Kral zurück. Okay, er will mit mir quatschen. Na, dann quatschen wir doch jetzt erstmal mit ihm. Wenn eure Leute über das Imperium sprechen, klingt das wie ein verzerrtes Echo. Als ich geboren wurde, hielten wir die übrige Galaxis für ein Geheimnis, eine Legende. Tausende Jahre lang waren wir alleine. Wie war das? Ich kann mir das nicht mal vorstellen. Wir waren das, wozu ihr uns gemacht habt. In meiner Jugend haben wir die Kinder mit Horrorgeschichten über die Jedi gehorsam gelehrt. Folgt euren Meistern, oder die Jedi werden euch holen. Für tausende von Jahren hatten wir die uneingeschränkte Kontrolle über 100 Sternensysteme. Dann haben uns die Jedi an den äußersten Rand der Galaxis verdrängt. Der Imperator hat tausende von Völkern unterworfen. Alle Nichtmachtnutzer wurden versklavt. Sie waren in Sicherheit und haben ihren eigenen Fähigkeiten entsprechend gedient. Das ist die Diskussion kaum wert. Ich gewinne nichts, wenn ich verstehe, wie eure republikanischen Narren die Galaxis sehen. Es überrascht mich, dass es nach der Gehirnwäsche eures Rats noch Jedi gibt, die den Mut haben, sich dem Imperator zu stellen. Vielleicht seid ihr noch jung genug, um die Stärke der Sith in euch aufzunehmen. Ich bin offen für Sith-Tricks. Was könnt ihr mir zeigen? Die dunkle Seite ist kein Trick, Jedi. Wenn ihr die Selbstkontrolle verliert, die euch der Jedi-Rat eingedrillt hat, wenn ihr Wut in all euren Verbindungen zur Macht spürt, wenn ihr akzeptiert, dass eine Frau jedes Mittel einsetzen muss, um ihre Stärke zu beweisen, dann habt ihr die dunkle Seite entdeckt. Ne Quack. So, warte mal, der Typ... warte mal, wo ist der jetzt überhaupt? Ach ja, der war ja da hinten. Der war ja gar nicht hier. Ich vergaß. Spüre die Macht der Sith. Ach, was wollen die denn hier? Okay, wo ist denn jetzt nun der... Den Aufseher Kral? Das fällt er mal nicht. Thank you.
Auch haben sie die Kelze umgebracht? Es ist zu spät. Wir haben sie eine Weile abgehalten, aber sie sind durchgekommen. Die meisten vom Personal haben sich in die Waffenkammer zurückgezogen, aber Kelsa, sie war ein vorbildlicher Offizier. Die Setiere haben sie ohne zu zögern niedergestreckt. Wenn ihr uns nicht wegen des Disruptors gewarnt hättet, wäre es ein Massaker geworden. Dafür werden sie sterben. Die Verdammten, die Imperialen und Nyrannos. Ich werde sie bis auf den letzten jagen. Tut, was ihr tun müsst. Sie haben sich im Kontrollraum verbarrikadiert. Wir konnten verhindern, dass sie das Hauptterminal per Fernzugriff hacken. Jetzt versuchen sie es manuell. Ich habe eins von den Magneta-Gewehren für euch aufgehoben. Damit solltet ihr durch die Sicherheitskraftfelder kommen. Geht da rein und bringt es zu Ende. Klar, warum nicht? Warte mal. So, wo genau muss ich denn jetzt eigentlich hin? Ah ja, ist klar. Diese antiquierte Technik ist ja älter als Nyrannos, Gesellschaft. Jedi, mein Großvater hat mir von eurer Art erzählt. Jetzt sehe ich, dass seine Geschichten wahr waren. Ich bin froh, dass unsere Wege sich endlich kreuzen. Das Ende ist nahe. Ich hatte damit gerechnet, dass Grals Hass ihn blenden würde. Aber von euch habe ich mehr Vernunft erwartet. Weder ich noch meine Kameraden haben etwas gegen die Republik verbrochen. Wir werden unsere Freiheit bekommen. So oder so. Haltet endlich den Mund, Nyrannos. Niemand will noch eine von euren Reden hören. Tötet den Störenfried einfach. Wir kamen, um zu verhandeln, Imperialer. Tragt eure eigenen Schlachten aus. Da sprichst du nur für dich. Ich nehme jederzeit gern eine Handvoll imperialer Credits anstelle deines Kreuzzugs. Wenigstens wissen ein paar von euch Tieren noch, was Loyalität bedeutet. Was euch angeht, Nyrannos, ihr könnt mit dem Rest sterben. Meine eigenen Leute. Für ein paar Credits wollten sie mich dem Imperium ausliefern. Nur ein Leben in Haft kann solche Verzweiflung hervorbringen. Bitte, legt eure Waffe nieder und lasst uns reden. Heute muss niemand mehr sterben. Ich hätte schon früher mit euch verhandelt, aber diese imperialen Wachhunde wollten es nicht zulassen. Nennt mir nur einen Grund, weshalb ich euch am Leben lassen sollte. Trotz allem, was die Wärter euch vielleicht erzählt haben, müssen wir keine Feinde sein. Ich will nur reden. Falls euch Worte nicht genügen, lasst mich beweisen, dass ich es ernst meine. Hört her, ihr Mitverdammten! Hier spricht Nyrannos. Legt eure Waffen nieder. Es wird Zeit, dass wir dem ein Ende machen. Auf friedliche Weise. Bis hierher und nicht weiter, mordender Abschaum. Ihr werdet dieses Gefängnis nicht mehr vergiften. Warum steht ihr da bloß rum? Tötet diesen Irren, damit der Wahnsinn ein Ende hat! Ich habe mir gedacht, ihr wärt gern dabei, wenn er stirbt. Wartet! Hört mich doch wenigstens an! Weder ich noch die anderen Verdammten wurden je eines Verbrechens für schuldig befunden. Wir haben lediglich die Strafen unserer Vorfahren geerbt. Alles, was wir wollen, ist unsere Freiheit. Und vielleicht ein Stück Land auf Belsavis, wo wir in Frieden leben können. Das haben wir verdient.
Das Einzige, was dieser Irre verdient, ist ein Blasterschuss zwischen die Augen. Wenn ihr ihn nicht tötet, werde ich es tun. Ihr habt unsere Forderungen gehört. Jetzt tut, was ihr wollt. Aber ihr solltet wissen, dass ich eher sterbe, als wieder in diese Zelle zurückzukehren. Ganz Hüdewitz? Ihr seid ein Mörder, Nuranos. Es ist höchste Zeit, dass ihr dafür bezahlt. Endlich. Gerechtigkeit. Ich hoffe, dass Kelsa und Plate froh sind, wo auch immer sie jetzt sind. Das wird die Verdammten nicht gerade freuen, aber ohne Nuranos oder die Imperialen als Anführer werden sie nicht mehr lange durchhalten. Wir werden sie bald zusammengetrieben haben. Wir erinnern sie daran, wer hier das Sagen hat. Mein Teil ist jetzt getan. Es wird eine Weile dauern, das Personal nach dem letzten Angriff wieder auf die Beine zu bringen, aber das schaffen wir schon. Der Sektor ist jetzt mehr oder weniger sicher, aber ein gewisser Colonel Hauer fordert Unterstützung im Sicherheitsbereich. Ich habe ihm gesagt, dass ich keine Leute entbehren kann, aber dass ihr ihm vielleicht helfen könnt. Er erwartet euch. Geht nur, wir haben hier alles unter Kontrolle. Aber seid vorsichtig, die inneren Trakte sind der Wahnsinn. Ach ja, stimmt, ich muss meine Belohnung jetzt mal wählen. So, was nehmen wir denn jetzt hier mal? Beherrschung. Ich beende jetzt erstmal den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und Kommentar und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.